Ihr wisst schon. Alles klar. Warte, ich teste ich das mal eben aus. Komm, ich teste das mal eben aus. Das wird wirklich nur ein kurzer Test. Ist in die Richtung eine Wand. Dann steppe nach da und steppe dann nochmal nach da. Oh, vorher falsche Richtung. Steppe dann nochmal nach da. Wir können auch immer hier so machen, so. Wenn da eine Wand ist, steppe nach da, steppe nach da. So, wir gucken erstmal, ob die diese Reihen mitfüllen. Das will ich jetzt einfach nur mal so wissen. Weil die werden jetzt hier schon wegklatschen. Aber die Würfel sollten sie eigentlich hier hinbekommen. Hier ist noch einer. Sehr schön, sie sind weg. Jawohl. Das kriegen sie hin. Na guck mal, es fehlen halt wirklich nur noch diese Würfel hier. Dann mache ich ganz einfach, dann mache ich das. Mache ich das Ganze einfach nochmal. Zack, zack, zack. Und gleich nochmal. Weil jetzt gehen wir theoretisch nicht mehr auf die minimalsten Befehle, sondern wir gehen mal ganz kurz darauf, so schnell wie möglich. Oh fuck, jetzt haben sie das hier nicht bekommen. Was ein miserabler Start. Jetzt haben sie es nicht bekommen, okay. Ich will mal gucken, ob sie es jetzt schaffen. Es ist halt noch, hier ist noch einer, ein 99er und da ist noch einer. Jawohl, das haben sie hinbekommen, sehr schön. Es fehlt nur noch der hier, jawohl. Sehr schön. Wir schauen mal ganz kurz, was die Zeit sagt. Könnte, glaube ich, tiefer sein. Wir sind natürlich über den Befehlen, aber das ist natürlich klar. Ei. Ach du Scheiße. Das waren wahrscheinlich die Ecken, wo hier, sag ich mal, die. Oder hier, wo die Würfel nicht gemacht worden sind. Egal. Gut, wir haben es geschafft. Mit diesem wunderschönen Lösungsweg. Boah, ich habe mal einen passend gemacht. Wow, wundert mich. Und wir machen direkt weiter und zwar mit enges Sortieren. Alter, es geht jetzt hier größtenteils wirklich viel um Sortieren. Ungeordnetes Lückenfüllen, Binärzähler, Zehnerzähler, Dezimalverdoppler und Schussmenschen. Ich glaube, Schussmenschen wird das Einfachste sein. Da werden wir sie, glaube ich, alle ins Loch, in ein Loch jagen. Aber enges Sortieren ist jetzt erstmal dran. Oh, wir kommen langsam zum Ende. Ach du Heilige. Es wird hier ungewöhnlich windig. Ja, die Dinge ändern sich. Und dieses Gitter von neuen Datenwürfeln muss sich auch ändern. Sortieren Sie es bitte, ohne einen Würfel zwischenzeitig abzulegen. So wie Wörter auf einer Buchseite, das kleinste oben links, das größte unten rechts. Ohne eins zwischenzeitlich runterzunehmen. Hier auf einer Buchseite, also wahrscheinlich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gehe ich mal von aus. Oder halt 1, 2, 3, das kann natürlich auch sein. Okay, es sind 5 Mitarbeiter. Kurz fragen, Optimierungsziele, was ist hier? 48 Befehle. Alter Scheiße. Ich hätte mit einer Aufgabe gerechnet, die so ein bisschen mehr erfordert, weil ich habe heute leider extrem wenig Zeit. Also ich kriege jetzt nur eine Doppelfolge hin. Und Scheiße, da muss ich mich ja beim nächsten Mal komplett wieder reinfuchsen. Was eine Scheiße. Okay. Fangen wir erstmal an. Wir müssen uns als erstes in die Mitte stellen.
Okay. Ist dort nichts? Ist dort nichts? Warte, ich mach mal ganz kurz. Einmal. Schwuppdiwupp. Ich kann da leider kein Ende reinmachen, also muss ich mal eben so kurz variieren. So, einmal so, zack. Einmal. Ja, zweimal. Ja. Zwei, dreimal hoch. Ich will den jetzt erstmal in die Mitte bringen. Dass er erstmal guckt, wo ist der Kleinste? Und wo ist der Größte? Ich hab noch keinen richtigen Plan, wie ich das veranstalten soll. Das sind wahrscheinlich mehrere for each dire Befehle. Hier machen wir den ersten rein. Hier machen wir den ersten rein. Also wir müssen jetzt gucken, wenn wir jetzt hier stehen. Wir müssen selbst den in der Mitte checken. Scheiße. Okay. So, hier wird jetzt als 1 gespeichert. Werden vorher speichern wir Nearest ab, Nearest Datenwürfel. Das ist der unter uns, das wird mit 1, das hier wird jetzt mit 2. Und jetzt gucken wir nach. Ja, nein, 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 nein. Na, komm, geh da rein. So ist. Ist Mim 2 kleiner als Mim 3. Das müssen wir mal eben jetzt hier reinsetzen. So, kleiner als Mim 3. Und ist Mim 1. Ne, nicht Mim 1. Mim 2 kleiner als Mim 1. Dann wird Mim 2 als Mim 3 ich sag mal abgestempelt bzw. Hingepackt. Wir müssen vorher mal eben Mim 3 mal eben auf 99 machen wir einfach mal hochkommen. Easy. So, dann wird hier geguckt. Welcher ist der kleinste? Dann muss geguckt werden, haben wir eben noch Nearest. Das ist jetzt Mim 4, Nearest Arbeiter. Können wir auch mal eben so tauschen. Dann müssen wir jetzt schauen. Wir picken ja. Boah, wie machen wir das denn jetzt? Das wird bei mir ein richtig langer Befehl. Und es sind, ich sehe gerade nur, es ist nur ein GIF zu. Nur ein GIF zu Befehl. Okay, checken wir gleich mal aus. So, so, wir haben jetzt geguckt, wo der kleinste Würfel ist. Ich gehe jetzt einfach mal von willkürlich aus, außer hier oben. Wenn hier oben jetzt der kleinste Würfel nicht ist. Steppe nach oben.
Beziehungsweise brauche ich doch gar nicht. Ich kann ja hier einfach so. Step up, so, step. Dann machen wir Give to Meme 4. Also zum nächsten Mitarbeiter. Oder Arbeiter. Gehen dann zu Meme 3. Holen uns dann den kleinsten. Ja. Warte, dann müssen wir. Der Pickup da oben. Pickup da oben kann ich dann nearest. Okay, kann ich nicht, okay. Machen wir trotzdem wieder Pick so, mit Step dahin. Step dahin, Pick auf. Und. Dann kann ich das nicht abspeichern, oder? Fuck. Doch, kann ich. Set im 1, das wären hier Startenwürfel als unter mir. Ja, warte mal, dann kann ich das auch. Klar, dann kann ich auch so machen, so. Easy. Das speichere ich aber als mit 2 ab. Gut. Dann Step zu Meme. Step zu Meme 2. Aber wer mir übrigens nicht mehr folgen kann. Der geht in die Mitte, guckt dann, wo der kleinste Würfel ist, dann hebt er den hier oben auf, gibt den halt an. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Arbeitskraft gibt den Würfel ab. Soll dann halt dahin gehen, wo der kleinste Würfel ist, soll den kleinsten Würfel dann aufnehmen. Das ist hier Step zu Meme 2. Bzw. ich kann auch theoretisch direkt Pickup 2 machen. Dann, ja, Pickup 3. So, Meme 3 ist das hier. Danach geht es zu Meme 2. Das war halt hier oben die Ecke. Und Drop. So. Dann Step wieder zurück. Und dann kommt das mit diesem For Each Style Befehl nochmal. Aber diesmal mit einer Veränderung. Und zwar hier oben kommt weg. Das haben wir geprüft. Ah, geht das ganze Spektakel wieder los. Machen hier wieder Meme 2 draus. Holen uns mal eben hier nächstes Datenwürfel. Das wäre dann Meme 1, Meme 2. Dann gibt es wieder eine wunderschöne if-Datei mit Meme 2, kleiner Meme 3 und Meme 2, kleiner Meme 1. Dann kommt hier wieder ein Set-Befehl rein. So, Set. Meme 3. Fuck, ich habe hier einen Fehler gemacht. So. Set Meme 2 gleich Meme 3. Oh, jetzt kann ich das theoretisch so rauskopieren und wieder hier einfügen. Diesmal mit einer Veränderung. Diesmal machen wir Set Meme 2 nach da und machen den Pickup auch nach oben. So, dann gibt es wieder so ein Gift to Meme 4. Fuck, wir haben eine Sache vergessen. Wir haben eine Sache und zwar müssen wir den Würfel, den wir aufgehoben hatten vorher, müssen wir dahin packen, wo der Würfel, den wir dann aufgehoben haben, war. Scheiße, wobei, wie mache ich das denn?
Das war Meme 2, das war Meme 1. Warte. Step zu Meme 2. So, Pickup Meme 3. Dann setzen wir. Dann setzen wir Meme 3 mal eben hier hin. Ach, ja. So, das ist gleich Meme 3. Also, der pickt dann den hier auf, gibt den hier unten ab. Geht dann halt wirklich dahin, wo gerade der Würfel, der kleinste ist. Hebt den auf. Speichert sich dann die Position davon ab. Und, holt sich dann hier den, bringt dann erst den Würfel weg, den er aufgehoben hat, und geht dann zurück zu dem Arbeiter. Der soll ihm dann den Würfel geben. Give to Meme 4, pick up Meme 3, irgendwo willkürlich, speichert sich den Punkt ab, geht dann zu Meme 2, das ist die Position hier oben, droppt den Würfel, geht dann. Steppt dann zurück zu Meme 4, zu dem Arbeiter, der übergibt ihm dann den Würfel. Und dann steppt er zurück. So, mal, drauf kann ich schon mal eingeben. Dann steppt er zurück zu Meme 3, den wir da gesetzt haben. So, da haben wir das. Dann setzen wir Meme 3 wieder auf 99 hoch. Meme 2 wird er sich hier rausnehmen. Meme 3 speichern wir als 99 ab, damit dann immer der Wert kleiner sein wird am Anfang. Und dann können wir das theoretisch weiter so machen mit Pick up. Gift zu Meme 4, Pick up Meme 3. So, dann Set Meme 3 dorthin. Ja, dann haben wir Meme Step Meme 2. Ob das natürlich funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir testen das gleich auch mal durch. Also schon mal die ersten beiden Schritte so grob. So, Drop, dann Step Meme 4. Genau. Step Meme 4, ja. Step Meme 3. Drop und Step einen runter. Kleinster, zweitkleinster. Ja, geht halt hier zurück und Pause. So, jetzt geht es darum. Ich weiß nicht, was ich mit allen machen soll. Wenn alle da rumlaufen, irgendeinen Würfel in der Hand haben, dann kann niemand alle Würfel gerade kontrollieren. Also viel zu wurscht. Viel zu wurscht. Viel zu viele Leute. So, ist unten nichts, dann. Ist da unten niemand, dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Dann müssen wir gleich noch. Da bauen wir jetzt gleich noch einen If-Befehl ein. Das Ganze so ein bisschen anfangs überwacht. Und zwar. Ist mein Ding ein Datenwürfel. Und.
ist da oben ein Arbeiter. Dann gib ihn nach da oben. So, und hier mache ich jetzt irgendwas Willkürliches rein. Was absolut null passt. Ich mache einfach mal, ist hier ein Loch. Es wird natürlich nicht so sein. Beziehungsweise ist da kein Loch. Wenn da kein Loch ist, dann gibt es einen Jump-Befehl. Den füge ich einfach hier bis hier oben ein. Weil sonst würden die automatisch hier nichts, wenn sie dann von hier aus, weil ja dieser Befehl nicht da ist. Also dieser hier. Würden sie hier durchrattern. Na, hier wird es dann auch nein sein, dann würden sie hier durchrattern und dann würden sie hier weitermachen. Das sollen sie natürlich nicht. Aber ich habe das jetzt mal so gemacht. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Wir lassen das einfach mal abspielen. Hä? Again. Nochmal. Oh, zwei Siebenen. Herzlichen Glückwunsch. Also, so, er geht erstmal hoch. Step, step, step. Lalala. Speichert sich dann den nächsten Datenwürfel und den nächsten Arbeiter ab. Das wird dann dieser sein. So, füll jetzt den for each dire Befehl aus. Macht dann mal eben. Zack, 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 zack. 7 ist gespeichert. Das ist jetzt derzeit die 7. Das wird gleich die 7 werden. Beziehungsweise, ja, ich könnte auch bei dieser 7 hier bleiben. So, weiter, 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 weiter. 24, jetzt kommen wir mal eine 7. Die interessiert aber nicht weiter. Speichert sich jetzt hier oben Meme 2 ab. Geht jetzt zu Meme, zu Picton auf. Bringt den darunter. Pickt sich jetzt Meme 3 auf. Merkt sich den. Steppt jetzt zu Meme 2. Okay, da ist jetzt der Fehler. Da ist der Fehler. Wir machen das also anders. Wir machen das so. Er steppt erst dahin, hebt den Würfel auf und speichert sich dann den Platz ab. Nicht das, was er in der Hand hat, sondern den Platz. Ich hoffe, dass er jetzt den scheiß Platz speichert. Er wird das nicht gleich hier auch unten das Problem haben, wenn wir das auch mal eben schnell hier machen. Und zwar einmal so, einmal hier. Das ziehen wir einmal runter und machen einen, so, einen ganz schönen Step nach oben. So. Dann probieren wir das ganz normal aus. Also runter mit dir. Step, step, step. Ich klicke das einfach mal ganz schnell durch, dass wir mal eben hier. Zack. Die 0. Oh, wir haben eine 0. Sehr schön. So, er pickt sich jetzt dem Ding jetzt auf. Meme 2 wird dann zum Nichts. Vernünftig. So soll es sein. So, Gift zu Meme 4. So, runter, runter, hoppa. Hier, bitteschön. Pickup Meme 3. Das ist jetzt die 0. Jetzt müssen wir gucken. Steppt er jetzt zu Meme 2? Ich kann nicht nirgendwo. Okay, das speichert er sich nicht ab. Das speichert er sich nicht ab. Wir können das anders machen. Ist ja schon für mich Feierabend, okay. So. Set 2 speichern wir uns nicht ab. Dann schmeißen wir jetzt einfach mal weg. Schwupp. Brauchen wir nicht. Ist egal. Scheißegal. So, wir picken uns den hier oben auf. Kommt der nämlich auch weg. Meme 3 ist der Punkt.
Kann er auch weg? So. Gift to Meme 4, Pick Up Meme 3. Step zu meinem 2 kommt jetzt gleich raus, da kommt was anderes hin. Und zwar Step zu. Ja. Step in die Mitte der Datenwürfel würde ich jetzt am liebsten tippen. Scheiße. Fuck, wie kann ich das schreiben? Da könnte ich jetzt theoretisch so ein bisschen... Alter, es ist so ein langer Befehl schon. Wir sind jetzt schon bei 41 Sachen und ich habe mal gerade... Bin noch nicht mal fertig mit den ersten zwei Dingern. Wir haben noch weitere 7 vor uns. Ach du Scheiße. Mir fällt jetzt gerade auch ein, wie ich es noch machen könnte. Und zwar, dass wir einen Befehl einfach wiederholen. Immer wiederholen lassen. Das wir aber dann einfügen jedes Mal. Sondern nicht jedes Mal. Wir brauchen ein Meme. Eine Memo. Wo wir dann immer den letzten, niedrigsten abgespeichert haben. Beispielsweise hätten wir jetzt Meme 5, dann würde ich hier unten in den Befehl noch reinschreiben. Der Würfel muss größer als Meme 5 sein. Meme 5 kann man am Anfang auch als 0 abgespeichert lassen. Und als nichts. Ist mir eigentlich wurscht. Sind wir gleich 0. Größer gleich. Größer gleich müssen wir machen. Dann würde das sogar funktionieren. Okay, ich mache das jetzt mal ganz anders, weil jetzt ist nämlich gleich Feierabend. Ich kopiere mir den Befehl hier einmal. Bevor ich es beim nächsten Mal vergesse, füge ich das mal ganz kurz hier ein. Brauche ich gerade irgendeins? Meme 3 wird gespeichert, das werden wir hier reinnehmen. Meme 1 ist der nächste Datenwürfel, den brauchen wir eigentlich immer nur hierfür. Den brauchen wir nur dafür, okay. Dann mache ich das hier, größer gleich mit dem 1. Das ist mit dem 2 größer gleich mit dem 1. Mit dem 1 machen wir nämlich jetzt halt zu diesem Kleinstbefehl, sag ich mal. Und, beziehungsweise... Quatsch. Wir nehmen Meme 3 einfach. Wir nehmen einfach Meme 3. Wir nehmen einfach fucking Meme 3. Machen hier ein größer gleich rein. Das wird wieder so zum genau so. Das war glaube ich ein... Ah nee, das... Meine Fresse. Mein Gott. Komm schon. So. Arschlecken. So, also jetzt wird hier immer geprüft ringsum, aber wenn er jetzt in der Mitte steht, wird einmal ringsum geprüft. Ist der Befehl. Also Meme 2 wird jetzt, beziehungsweise Meme 3 speichern wir als 0, als 0 ab. Und er wird auch nicht, ich sag mal, höher gesetzt, sag ich mal. Hier wird jetzt geguckt, immer ist der Befehl, also ist beispielsweise Meme 2. Kleiner gleich. Fuck. Das muss in einem extra Befehl vermerkt werden. Steppens. Meme 2 ist Meme 2 kleiner oder genauso groß wie Meme 3.
größer, oder genauso groß wie Meme 3. Und ist Meme 2 kleiner als Meme 1. Ich habe was im Kopf, aber ich kann es gerade nicht in Worte fassen. Ich bin mir nicht ganz genau, wie ich das erkläre. Deswegen, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Ich wünsche euch noch was. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Lösung aussieht. Ob ihr da eine bessere Lösung habt als ich. Weil ich möchte das jetzt ganz jetzt als ein Ding, also so von hier, sage ich mal, bis da so einen Schnitt einmal zusammenpacken. Und will dann einfach immer nur den kleinsten mit hier einfügen. In die Auswahldatei, dass die Würfel größer sein müssen als der kleinste. Also, der kleinste soll halt Meme 3. Ja, das muss ein extra Ding sein, weil Meme 3 wird wieder. Nee. Doch. Scheiße. Ich muss mal gucken. Dementsprechend, Leute, macht das Video bis zur nächsten Folge und tschüss.